Dank Bernd Krautlohrs umtriebiger Forschungsarbeit begegnen wir Bauwerke im vorgeschichtlichen Deutschland. Seine Entdeckung im Hang des Schönbühls übertreffen sogar die Formate auf dem Marsberg bei Würzburg. Zwei Pyramiden, bestehend aus den gewaltigsten Quadern und Felsplatten. Diese Zyklopenmauern sind die gewaltigen Reste, wohl einst über die ganze Höhe derart eingefasster Pyramiden. Die Reliefbilder zeigen die Umrisse zweier Bauwerke, die vor einer Felswand errichtet wurden. Hier schön zu sehen die Form der ersten Pyramide. Ob die Grundfläche quadratisch ist, lässt sich schwer sagen, doch die zwei äußeren Verbindungsstrecken der Ecken führen zur Spitze. Die vordere Basiskante erstreckt sich etwa 50 Meter, die Verbindungsstrecken bis zur Spitze etwa 40 Meter. Unter den Sandsteinquadern befinden sich auch einige aus Gneis, ein Gestein, das in der Gegend von Märklingen nicht vorkommt, sondern erst wieder im Schwarzwald. Auch auf dem Battert bei Baden-Baden lässt sich solches Gestein finden. Bemerkenswert ist, zieht man eine Linie von der Kernanlage bei Renningen, durchschneidet diese die Kolossalpyramiden bei Märklingen, dann den Riesengrabhügel Kuppel 10 bei Münklingen, und zieht man diese Linie weiter, kommt man zum Battert bei Baden-Baden. Es besteht also eine Ost-West verlaufende Leylinie. Warum Kolossalpyramiden? Walter Hauck nannte diese so. Natürlich gibt es weitaus größere Pyramiden, aber allein schon die gigantischen Mauern hier vor Ort rechtfertigt diese Bezeichnung. Was uns als Bürgerforscher auffällt, ist der Eindruck, dass seitens der Akademiker alles getan wird, um unsere eindeutig vorhandene Hochkultur zu unterdrücken. Wenn man durch diese zwei Bauwerke schreitet, entsteht der Eindruck eines Portals, denn man spürt förmlich die Energien vor Ort und nicht selten bekommt man Gänsehaut. Durch. Ja. Wahnsinn, also der Block, der ist echt auffällig, weil hier oben enden die Bohrrille, sprich, den hat man gerade umgedreht hier hingelegt. Diese regelmäßigen Bohrrillen sind wohl das Produkt mechanischer Bearbeitung. Senkrechte Rillen links, von denen die letzte auf zwei waagrechte Rillen trifft. Ein völlig irrationales abbautechnisches Verfahren. Um einen Stein zu spalten, genügt es an für sich, von einer Seite aus zu bohren, aber auch gar nicht durch den Stein hindurch. In die Löcher wurden Keile gesetzt und mit dem Einschlagen derselben der Stein gesprengt.
Hier an dieser Stelle hat die Mauer eine Höhe von ungefähr 7 Metern. Hier wäre möglich, dass hier mal ein Eingang war, ne? Der eingebrochen ist. Was hier für Blöcke verbaut worden sind, das ist unglaublich. Das ist echt kaum vorstellbar, was hier abgeht. Der untere Block wiegt ungefähr 30 Tonnen. Wie soll hier ein Schwerlastkran Platz gefunden haben, um diese Steine zu stapeln?
Ja, was war hier los? Hä? Die Gesteinzeittechnologie. Hä? Schöne glatte Flächen. Die sind übereinander gesetzt, diese Steine. Was hier für Platten rumliegen. Das ist echt der Wahnsinn. Die Ansichten reichen von mittelalterlichem Steinbruch bis hin zu Steinabbau der Neuzeit. Fragt man Behörden und Gemeinden, stößt man auf eine Wand des Schweigens, beziehungsweise es wird als römischer Steinbruch abgetan. Niemand weiß Genaues darüber. Verrückterweise können die Wissenschaftler solche Plätze gar nicht mit einem Steinbruch erklären. Deshalb bezeichnen sie es als Geotop und wird unter Naturschutz gestellt, damit ja nicht gegraben und geforscht wird. Ja, das Ganze hier ist das Bauwerk, diese Pyramide. Doch woher kommen die Bohrrillen, wenn es ein mittelalterlicher Steinbruch sein soll? In einer Zeit ohne Strom? Einige Steine mit Bohrrillen befinden sich an unterster Stelle der Mauer, sprich die Steine mit den Bohrrillen stammen wohl von einem älteren Bauwerk, die wiederverwendet wurden, um diese Zyklopenmauern zu errichten. Auch seltsam, dass Steine mit Bohrrillen sich auf der Spitze der Pyramide befinden. Was haben sie hier zu suchen?
Und wenn es ein Steinbruch wäre, warum lässt man die ganzen Steinplatten einfach liegen? Haben solche Plätze auch etwas mit dem Kathedral- und Schlösserbau zu tun? Fragen über Fragen. Walter Hoag, Gründer der Kernforschungsgesellschaft, meinte hierzu: Die Bohr- und Spalttechniken sind eindeutig antik. Römer, Griechen und Ägypter verwendeten sie. Es ist absolut korrekt, diese Bauwerke in die Vor-Sintflutzeit zu datieren. Nur dieser katastrophale Einschnitt in die Weltgeschichte erklärt das völlige Vergessen dieser Monumente. Eine chronologische Revision unserer gefälschten Geschichte ergibt, dass dieses Ereignis vor kaum 1000 Jahren stattfand. So viel dazu. Wieder diese Bohrinnen. Ich wünsche euch überall. Was da für massive Steine rumliegen, das kann ich gar nicht begreifen. Diese zwei Mauern hier, die haben eine Nord-Süd-Ausrichtung. Nach den Ereignissen hat die römisch-katholische Kirche damals den Bauern aufgetragen, die Steine der alten Bauwerke für ihre Zwecke zu verwenden. Jetzt liegen die bearbeiteten Steinblöcke in den Dörfern verteilt und dienen als Abgrenzungen und dem Gartenbau und so weiter. Merklingen gehört zum Ort Weil der Stadt. Und schaut man zurück in der Geschichte, gab es auch hier einen Stadtbrand. Am 18. Oktober 1648, in den letzten Tagen des Dreißigjährigen Krieges, wie er ja offiziell genannt wird, überlappend mit den Geschehnissen der Himmelsschlachten zu genau dieser Zeit, wie ich es ja in meinem Video zum Hohen Asberg darlegte, wurde die Stadt infolge eines verheerenden Brandes in Schutt und Asche gelegt. Große Teile der Altstadt wurden zerstört. Durch den sogenannten Napoleon, wenn es ihn denn gab, verlor die Stadt wie alle freien Reichsstädte ihre Reichsfreiheit. 1802 wurde Weil württembergisch und 1808 dem Oberamt Leonberg unterstellt. Noch heute sind die Wehranlagen, die Stadtkirche, der Marktplatz und zahlreiche andere Baudenkmale beredete Zeugen einer stolzen Vergangenheit, bevor dann die Aufklärung weg vom finsteren Mittelalter hin zur heutigen Bildung stattfand. Ich bin jetzt oben auf der Pyramide und da findet man wieder diese Bohrlöcher.
Mal, da liegen auch Brocken rum. Das ist der Wahnsinn. Die Christianisierung rollte wie ein Tsunami über das Land. Vormals heilige Stätten und Kraftorte wurden verteufelt. Zugänge in die Unterwelt zugeschüttet und der Kontakt zu den Innerirdischen untersagt. Schöne neue Welt. Hier ist auch schön abgerundet. Ich stand das alles mal aufrecht. Statue. Die Wissenschaft, darunter die Archäologie, ist in den Händen derer, die die Welt und das Wissen steuern. Ja, das sieht man schön, dass dieses pyramidale Bauwerk abgestuft ist. Hier geht's runter. Hier ist noch ein alter Weg. Und hier geht's auch runter. So, und hier ist noch eine Stufe, dann kommt die Stufe. Und dann kommt da oben noch eine Stufe. Überall liegen die Trümmer rum. Hat man hier ein Bauwerk und dort ist noch ein Bauwerk. Und gegenüberliegend haben wir hier gestufte Hänge. Rund 1 Kilometer weiter in nordöstlicher Richtung sind weitere Spuren einstiger Bebauung sichtbar. So, am anderen Ende von dem Bauwerk haben wir auch ein paar gebaute Sachen. Da sieht man auch die ganzen Steine rausschauen. Schau, alles gemauert. Ja, da sieht man schön, dass das auch mal gebaut war. Aber ist eine Stufe und da oben geht es weiter. Sieht man auch schön, was alles künstlich ist. Weitere Mauerreste von der Straße aus sichtbar.
und gegenüberliegen von denen zwei Pyramiden, wo dort hinten sind, gibt es hier auch noch einen Steinbruch. Wirkt doch auch alles wie gestapelt. Hä? Vielleicht war hier mal ein Eingang. Wer weiß. Sieht alles so zugeschüttet aus. Was für Blöcke. Wahnsinn. Ist auch wieder überhängend hier. Block auf Block gestapelt, das Ding. Und da drüber ist das große Bauwerk mit den tonnenschweren Mauern. Erste Pyramide, zweite Pyramide. Vorher war ich dahinter.
in Richtung Autobahn, fiel mir noch dieses Bauwerk auf.